Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Schiff, ich meine, eine Gießkanne. Nein, natürlich nicht. Also, da, das muss sie sein. Wir werden jetzt schon wieder. Die Kiefer, hinter der wir abbiegen sollen. Und meinst du wirklich? Klar, guck sie dir doch an. Da siehst du doch, wo der Blitz reingefahren ist. Tatsächlich. Ja, du hast recht. Das sage ich doch die ganze Zeit. Jetzt also noch 4 Meter... Dann rechts in die Büsche. Ja, das gibt dann ja noch den Rest. Ich bin auch noch unter den Armen klatschnass. Ich werde mir hier noch den Tod holen. Gerber, bitte, ja. Ja, hast ja recht. Gerber, schau mal. Na da, mein Gott. Tja, so haben wir Paul und ich Lisa Birk tatsächlich gefunden. Lisa Birk, beziehungsweise das, was nach ein paar Wochen noch von ihrer Leiche übrig war. Hier in diesem gottverlassenen Gehölz westlich von Frankfurt, am sogenannten Butznickel. Tja, da lag sie. Blondes Haar, olivgrüner Jogginganzug, Turnschuhe mit Doppelstreifen, also haargenau so, wie ich es in meinen Reportagen über den geheimnisvollen Fall Birk im Hamburger Mittag dauernd geschrieben hatte. Ja, ihr lief es eiskalt über den Rücken. Wegen der Leiche an sich gar nicht mal, hatte ich schon Schlimmeres gesehen, bevor ich als Mittagkorrespondent nach Frankfurt ging. Nee, eher deswegen, dass die tote Lisa Birk genau an der Stelle lag, wo sie nach Angabe des anonymen Briefschreibers liegen sollte. Und nun war mir auf einmal gar nicht mehr so wohl bei der ganzen Geschichte. Obgleich ich selbst sozusagen das Schicksal herausgefordert hatte. Ich meine, mit meiner absolut beknackten Idee von der übersinnlichen Leichen- und Mördersuche. Ich mit meiner verdammten Sucht, immer an irgendwelchen Dingen zu drehen, statt bloß darüber zu schreiben. Oh Gott. Na, im Grunde habe ich es ja nur deswegen gemacht, weil der hochverehrte Herr Chefredakteur mich in letzter Zeit dauernd angepöbelt hatte. Wo denn die Geschichten blieben? Mit mir wäre ja nun auch nichts mehr los und so. Naja. Ist ja auch egal. Jedenfalls war ich stocksauer und irgendwie war mir dann dieser Leon Lopau eingefallen. Angeblich war er ja ein begabter Hellseher, aber viel gehört und gelesen hatte man in letzter Zeit nicht mehr von ihm. Offenbar war er ein bisschen aus dem Geschäft. Und deshalb dachte ich, dass er eventuell genauso unter Stress und Strom steht wie ich. Und so kam es dann, dass ich ihm eines Nachmittags gegenüber saß. In seinem blauen Salon, der früher alle naslang in den Illustrierten abgebildet war. Sie kennen den Fall Lisa Birk? Ja, also kennen. Ich weiß, dass das Mädchen verschwunden ist. Und dass man sie bis jetzt weder tot noch lebendig gefunden hat. Ein bisschen wenig, ne? Bitte, nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Also los, nun kommen Sie. Nun spucken Sie es aus. Tja, also zum letzten Mal gesehen wurde sie am 16. Juli, um 16.30 Uhr, beim Joggen im Canyon, in so einem Hohlweg in der Gegend. Da lief sie an einer Seniorengruppe vorbei, die auf dem Rastplatz saß und picknickte. Und am anderen Ende des Canyons waren an dem Tag 3 Landvermesser beschäftigt.
Denen hätte sie ins Okular rennen müssen, wenn sie wieder rausgekommen wäre. Das tat sie aber nicht. Mhm. Tja, und zwei Tage später fand die Kripo an der Stelle, wo im Canyon der Wald beginnt, Spuren eines Kampfes und ein Stück Biese von Lisa Birks Trainingsjacke. Mhm. Und Reifenspuren. Ach ja? Ja, da war offenbar gegen alle Verkehrsvorschriften ein Auto in den Hohlweg gefahren und hatte da geparkt. Na und? Nichts und. Ihr derzeitiger Freund, ein junger Assistenzarzt, hat ein einwandfreies Alibi. Na, außerdem gibt es keinerlei Hinweise von wegen, dass sie Streit miteinander gehabt hätten. Naja, hat er vielleicht Grund zur Eifersucht? Hm, kaum. Aber mehrere Frauen da in der Nähe gaben an, dass sie in den Wochen vor Lisas Verschwinden fast jeden Abend von einem Mann in einem roten Ford ziemlich eindeutig und massiv übel angequatscht worden sind. Ach ja? Mhm. Weil Lisa glaubt, die Kripo sowieso an so eine Sippenstorch und Triebtäter. Mhm, das ist so. Ja. Ja, ja. Sie kennen, und ich soll nun... Ja, Sie kennen doch sicher Ihren berühmten Kollegen Croisset. Mhm. Also fangen wir mal so an. Ich persönlich halte ihn für den größten Hellseher aller Zeiten. Ach ja, finden Sie. Ja, eigentlich, ja. Also ich kenne keinen anderen Paragnosten, der den Aufenthaltsort von so vielen verschwundenen Menschen, ob sie nur tot waren oder lebendig, ausfindig gemacht hat. Ja. Außerdem verstand er was von Klappern. Das ja. Ja, der hat damals schon, nach dem Zweiten Weltkrieg, viel mit Reportern zusammengearbeitet. Und ich finde... Also so bedeutend war er nun nicht. Ja, ich finde genau auf der Ebene wäre dieser Fall Lisa Birk doch was für uns beide. Hm? Überlegen Sie mal. Ich als Reporter, als Chronist, sozusagen mit Feder am Puls der Zeit, berichte jeden Tag exklusiv, wie Lopau, der große Seher, die vermisste Lisa Birk sucht und natürlich am Ende auch findet. Na, da steigen noch alle Medien drauf ein. Genau in der Art, in der der Holländer Croisset... Ich bin besser als Croisset. Ja, ja, genau, davon bin ich überzeugt. Ich bin der Größte seit Michel de Notre-Dame. Natürlich, sicher. Michel, wer ist das bitte? Nur ignorant kennen Michel unter dem Namen Nostradamus. Das sind dieselben, die mich an Scharlatan wie Uri Geller zu messen versuchen. Leute dieses Schlages hasse ich und ja, ebenso ja, verabscheue kein, ich. Kein Seher sieht weiter als Leon Lopau. So ist das. Seit den Ursprüngen der Welt. Weshalb, größter aller Meister, hätte ich sonst wohl herkommen sollen. Freut mich. Du hast kapiert, was ich dir vermitteln wollte. Ein Scotch? Na klar. Wollen wir? Beide? Nun denn. Hm? Na denn. Weißt du, Junge, so eine Aufgabe habe ich bisher noch nie übernommen. Ich kenne die wahren Grenzen unserer Wissenschaft wahrscheinlich viel besser als Croisset. Hm. Ganz so groß waren seine Erfolge übrigens nicht, soweit ich informiert bin. Aber du musst dir mal eine unangenehme Situation vorstellen. Ich bin zwar sicher, dass ich die Frau finden kann. Aber was passiert, wenn sie tot ist? Wenn ich ihre Eltern, ihren Liebhaber, ihre Freunde, alle, die ihre Hoffnung dann auf mich gesetzt haben, grausam enttäuschen muss? Lisa Birk hat keine Eltern mehr. Na gut. Hast du schon mit deiner Chefredaktion gesprochen? Ja, das ist alles klar. Und, wie viel Platz kriegen wir? Wie lange kann die Kampagne laufen? Also, wenn Sie mitmachen, dann haben wir so viel und so lange Platz, wie wir wollen. Am Tag mindestens eine Seite. Und die Headline. Es sei denn, Reagan heiratet Gorbatschow. Oder Weinberger wird Sandinist. Und, was kriege ich an Honorar? Wenn Sie keinen Erfolg haben, nichts. Im Erfolgsfall 5 Mille für Ihre Unkosten. Für 5 Mille? Willst du dich über mich lustig machen? Herr Lopau, ich zahle Ihnen notfalls 100 Mille, aber dann zahlen Sie für die Reklame, die wir für Sie machen, den ganz normalen Anzeigenpreis. Und unterm Strich macht das... Okay, okay. Hast gewonnen. Danke. Du kannst Leon zu mir sagen. Hast du ein Foto? Hm? Nur ein Foto von dieser Lisa. Na klar hatte ich eins. Ein Farbfoto, auf dem Lisa Birk nach Ansicht derjenigen, die sie kannten, am typischsten getroffen ist. Ein hellblondes, schmales Mädchen mit mandelförmigen, tiefblauen Augen. Mit einem strahlenden Lachen. Die Veränderung, die in Lopaus Gesicht vor sich ging, während er das Bild betrachtete, wäre filmreif gewesen.
Sein Blick kam wie aus weiter Ferne. Über seine nachtdunklen Augen senkte sich ein milchiger Schleier. Die Stimme wurde brüchig und heiser. Fast wäre er an seinen unartikulierten Lauten erstickt. Kurz und gut, er zog eine Show ab, die ich irgendwie tatsächlich bewunderte. Weil wir aus Gründen der Geheimhaltung keinen Fotografen dabei haben wollten, fotografierte ich den Meister in seinem Umfeld selber. Von vorn und hinten, seitlich, von oben und unten. Und gleich am übernächsten Tag erschien im Mittag die balkenhohe und ausgesprochen verkaufsfördernde Schlagzeile: Leon Lopau sucht Lisa. 1,5 Seiten hatten sie mir für meine Reportage freigeschaufelt. Auf Bitten des Mittag hat sich Deutschlands fähigster und mit Abstand erfolgreichster Detektiv mit dem sechsten Sinn bereit erklärt, der nach wie vor rat- und hilflosen Kripo-Sonderkommission bei ihrer Suche nach der verschwundenen Lisa Birk zur Seite zu stehen. Dafür, erklärte Lopau, nehme ich keinen Pfennig Honorar. Ich stelle all meine Kraft für das arme Mädchen und alle, die es liebten, zur Verfügung. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte von dieser Aktion niemand erfahren. Der Mittag wird weiterhin ausführlich und exklusiv über die Zusammenarbeit Lopaus mit der Kripo-Sonderkommission unter der Leitung der Kriminalrätin Sonja Schlamm berichten. Natürlich erfuhr die Kriminalrätin Schlamm auch erst aus dem Mittag, welch prominenter, wenn auch vermutlich ungebetener Helfer sich ihr da bei der Suche nach der verschwundenen und mit hoher Wahrscheinlichkeit toten Lisa Birk an die Fersen geheftet hatte. Aber bevor sie sich mit mir oder Lopau in Verbindung setzen konnte, nahm der Fall Birk eine auch für uns sehr überraschende Wendung. Ja, hier Gerber. Mensch, Gerber, kannst du gleich mal bei mir vorbeikommen? Wieso, was ist denn los? Ich hab einen Brief gekriegt. Ja, und? Einen Anonymen, wegen der Lisa Birk. Was? Lies sofort vor. Lopau, fahren Sie ab bei Idstein und in Hefterich rechts abbiegen. Mensch. Links abbiegen nach Schloss Born. Ja. Parken. Ja. Dritter Weg links wird morastig. Ich bin schon unterwegs. So, da bin ich. Wo ist der Brief? Nur im Salon. Da, hier. Vielen Dank. Das ist er. Lass mal sehen. Das war ganz typisch. Was? Lauter Großbuchstaben. Schreibmaschinentype. Kurier. Abgewetztes Farbband, graues Umweltpapier. Scheint ein Geizkern zu sein. Braucht nur einen halben Bogen DIN A4. Wo ist der Umschlag? Hör doch auf. Entschuldige. Was willst du denn, Umschlag? Ja, danke. Ja, ungefüttert. Abgestempelt in... Moment, das kann man ja kaum lesen. 60723 Dreieich, Kreis Offenbach. Gestern 16 Uhr. Das haben doch selbst so ein Verrückter, ne? Ja, wahrscheinlich, obgleich... Was auch gleich? Was soll wir denn machen? Moment. 9.32 Uhr. Gefrühstückt habe ich auch noch nicht. Na komm, Schwachsinn ist es, aber ansehen müssen wir uns die Gegend. Ja, aber du glaubst doch nicht. Ach, glauben, du sagst glauben. Wer von uns beiden ist denn hier der Hellseher? Ach komm. Tja, und dann ist es soweit. Und als wir dann Lisa Birks Leiche in diesen Büschen tatsächlich gefunden haben und Lopau wegrennt, rennt er in einem durch bis zum Auto. Und ich, naja, ehrlich gesagt, nix wie hinter ihm her. Dann gleich weiter, bis in die nächste Kneipe. Herr Ober, noch mal das Gleiche bitte. Zwei Helle, zwei Malteser. Das ist doch der reine Hohn. Was? Ach, hier.
Sieh dir das an, nachdem ich das über dich geschrieben habe. Beeindruckend, wie Lopaus Gesicht sich verändert, als er zum ersten Mal einen, wenn auch noch so indirekten Induktor, einen Gegenstand, der mit dem Fall und mit Lisa Birk zu tun hat, in Händen hält. Es wird immer deutlicher, dass Lopaus unfassliches Gehirn auf der Spur eines vielleicht grässlichen Geheimnisses ist. Ich sag nur eines, sofort zurück und diesen anonymen Brief vernichten. Und dann? Was dann? Dann gehst du morgen früh sofort zur Polizei. Von mir aus können wir dann bei denen eine Seance veranstalten und dabei werde ich dann die Stelle finden. Ist ja inzwischen ziemlich einfach für mich. Spinnst doch! Wieso? Was meinst denn du? Ich glaube, ich gehe heute noch zu dieser Kriminalrätin. Hm? Zu Sonja Schlamm. Na schön, auch gut. Ihr Fixer an, ihr Fixer erfolgt. Und den Brief nehme ich mit. Vernichtet wird er jedenfalls auf keinen Fall. Bist du überhaupt was zu rein? Vielleicht, aber ich setze mir Läuse in den Pelz? Der Brief kann doch ohne weiteres vom Mörder stammen. Höchstwahrscheinlich sogar. Der enthält doch möglicherweise ganz entscheidende Hinweise. Was meinst du wohl? Warum habe ich ihn gleich als erstes in Plastikfolie gesteckt? So, bitte. Zwei Bier, zwei Malteser. Ja, sicher. Aber wenn das amtlich wird, dass ich diesen Brief gekriegt habe, dann habe nicht ich die Leiche gefunden, sondern irgendein anonymer Schmierfink. Meine Arbeit an der Geschichte würde damit total unter den Tisch fallen. Mit der Reklame wäre es Essig. Dabei wäre ich in den nächsten Tagen ganz bestimmt von selber auf diesen Wald gekommen. Ich hatte das doch in dem Moment schon in der Nase, als ich Lisas Bild zum ersten Mal gesehen habe. Ach, hör doch auf mit dem Quatsch. Aber so kannst du nicht mit doch, mir. Ja, nun bleib mal ganz ruhig. Nicht ruhig, wer macht denn hier einen Terror? Pass mal auf, ja? Was ist? Pass auf, bitte. Pass auf, die Sonja Schlamm ist doch die Karrierefrau, kapiert? Es gibt eine Menge Leute, die sie mit dieser erfolgreichen Staatsanwältin verglichen haben, die sie Baby Doll nannten. Hm? Und ja, und genau daran hänge ich die Geschichte auf. Was? Baby Doll? Ja, ja, sicher. Nur Baby Doll hat sich einfach ein paar Mal zu großkotzig benommen. Verstehst du, zu großkotzig für Freund und Feind. Auf einmal war sie dann weg vom Fenster, Fujikato, verstehst du? So was spielt sich dann noch rum, verstehst du? Ja, sowas riskiert Sonja Schlamm bestimmt nicht. Die ist da cleverer. Wie ich die kenne, die packt hier doch notfalls mit dem Satan persönlich. Also erstens bin ich kein Satan und zweitens... Abwarten. Ja. So, und jetzt entschuldigst du mich mal einen Augenblick. Eitler Fatzke. Sherlock Holmes persönlich. Da kommen wir doch nie wieder raus. So, alles klar. Was? Ich hatte Glück, sie war gleich am Telefon. Ich treffe mich heute Abend mit Sonja Schlamm. Privat, in ihrer Wohnung. Und ich komme mit. Nee, du, wirklich. Also das würde mir gerade noch fehlen. Ah, Abend, Herr Gerber. Guten Abend, Frau Kriminalrätin. Der Herr Starreporter. Zugültig, grüß die Hand. Sparen Sie sich den Quatsch. Also entweder Sie erzählen mir Ihren Unfug mal von Anfang an oder... Nee, nee, so nicht. Tschüss, Frau Schlamm. Tschüss. Mein Gott, Sie haben doch gar keinen Schlips, auf den ich treten kann. Ja. Nun kommen Sie erst mal rein. Oh. Ja, genauso habe ich mir mein Pflegeheim von der alten Wohlfahrt vorgestellt. Scotch? Ja, bitte. Mit Soda? Ja, wenn es denn sein muss. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, nun setzen Sie sich ruhig hin. Die Sessel sind ziemlich stabil. Mhm. Danke. So, und nun mal Tacheles. Also abgesehen davon, dass ich über Ihren ganzen Quatsch eigentlich nur lachen kann. So. Ich habe mir Ihren Anruf noch mal durch den Kopf gehen lassen. Dahinter steckt doch inzwischen erheblich mehr als dieser ganze Hellseher-Scheiß, mit dem Sie uns da im Augenblick Knüppel zwischen die Beine werfen. Mhm. Also bitte. Woher auch immer. Sie wissen, wo Lisa Birk liegt.
Stimmt's? Oh, soweit ich mich erinnere, habe ich am Telefon nur gesagt, Lopaus Arbeit würde auf mich einen guten Eindruck machen. Einen so guten, dass mit einem Überraschungserfolg durchaus zu rechnen wäre. Überraschungserfolg? Hm. In solchen Begriffen denken wir nicht, wenn es um Mord geht. Nun lenken Sie doch nicht dauernd vom Eigentlichen ab, Herr Gerber. Bobby, für Sie. Na ja, gut, von mir aus. Ich kenne Ihre Arbeit ja auch schon länger, Bobby. Hm. Sie sind im Allgemeinen kein Spinner, das ist einer Ihrer Vorzüge. Danke. Ja, und eigentlich haben Sie ein erfreulich kritisches Verhältnis zu allen sogenannten Übersinnlichen. Also? Eine Frage, Sonja. Hier läuft nicht zufällig ein Tonband. Jetzt spinnen Sie nicht doch noch. Ehrenwort? Ja, also entweder Sie glauben mir oder nicht. Klar? Okay, okay. Also, gehen wir davon aus, Lopau hätte die Leiche tatsächlich gefunden, dank seiner transzendentalen Kräfte. Als er daraufhin sofort zu Ihnen gehen will und Ihnen das anständigerweise mitteilen will, guckt er zufällig gerade noch mal kurz in seinen Briefkasten. Und nun sieh mal einer an, was findet er? Ach, ist da was dran? Nehmen wir mal an, Leon Lopau findet ein Schreiben, in dem ihm total unabhängig von seiner schon abgeschlossenen Hellseherarbeit die Leichenlagerstelle verraten wird. Ah. Was meinen Sie, würde er dann tun? Oi. Also ich an seiner Stelle würde den Brief wegschmeißen und die Leiche so schnell wie möglich amtlich finden. Ich meine, finden lassen, meine ich natürlich, ja? Jede Menge Fotografen, Fernsehen sowieso. Das wäre doch der Rummel für ihn und die Schau. Also eins muss ich Ihnen lassen, ehrlich sind Sie. Ja, aber nehmen wir jetzt drittens mal an, Leon Lopau wäre auf meinen Rat hin ein so verantwortungsvoller Staatsbürger, dass er sich sofort nach der Auffindung der Leiche vertrauensvoll an die Schmiere, an die Polizei wendet. Was würde dann passieren? Normalerweise? Ja, normalerweise. Also normalerweise läuft er voll vor den nächsten Ofen. Die Polizei steckt ihn notfalls sofort in Beugehaft. Und was sie sonst noch so drauf hat. Und wenn er sich auch nur 5 Minuten weigert, ohne Gegenleistung auszupacken, haut sie ihm glatt auch noch den guten Ruf kaputt. Sie sind sich schon darüber im Klaren, dass Sie hier von Ihren Kollegen sprechen. Ja und? Ich sage Ihnen doch, dass hier keine Tonbänder laufen. Kommt mir doch genauso zugute. Dann mal zu dem, was Lopau unnormalerweise zu erwarten hätte. Was wäre das? Also, er könnte den Brief zum Beispiel mir persönlich geben. Naja, und ich könnte ihn durch einen mir sehr vertrauten Kriminaltechniker untersuchen und spurenkundlich auswerten lassen. Ja, und die Ergebnisse würden unter der Flagge »Vertraulich wurde in Erfahrung gebracht« segeln. Aber bei der Regelung könnte Leon seine Schau voll abziehen. Und er und kein anderer hätte die arme Lisa gefunden und führt uns zu ihr hin. Und wir setzen ihm dann bloß noch die Krone auf und greifen den Mörder. Zack, zack. Zack, zack, ja. Und ich? Na also, das versteht sie doch von selbst. Ehre, wem Ehre gebührt. Dem Verdienst seine Krone. Also exklusiv? Beziehungsweise, wenn da jemand eingeladen wird, beispielsweise das Fernsehen, dann ist das ausschließlich meine Sache, aber ja? Aber wie? Da mache ich doch glatt die halbe Frankfurter Schutzpolizei mobil. Bloß damit sie ihre Gigantenstory so exklusiv haben, wie damals die Amis ihre ersten Mondlandungen. Nur mal angenommen, wir würden jetzt das ganze Hätte und Würde mal für bare Münze nehmen und Ihnen das betreffende Beweismaterial geben. Ja? Und wer garantiert uns dann, dass Sie die Klappe halten? Was? Oder umgekehrt, wer garantiert Ihnen, dass Sie sich auf uns verlassen können? Mensch, Bobby, gebrauchen Sie doch mal Ihren Grips. Sobald ich anfangen würde zu singen, würden Sie auspacken. Und ich würde ein Disziplinarverfahren an den Hals kriegen, das sich gewaschen hat. Ich würde nie wieder die Leitung einer Kommission kriegen. Ja. Umgekehrt, wenn Lopau nicht dicht hält, schießt er sich genauso selber raus und kann ab morgen stempeln gehen. Und Sie, oh Gott, die Blamage. Dass Sie Ihre Nachrichten erfinden, das kann sich Ihr Blatt überhaupt nicht leisten. Ja, wir sind doch echt der klassische Fall für 3 in einem Boot. Wenn einer absäuft, saufen die anderen mit ab. Naja, also, machen Sie's? Aber auf der Stelle. Sie scheinen diese Leiche ja wirklich dringend zu brauchen. Wenn Sie sich auf so einen Kuhhandel einlassen, müssen Sie ja entsetzlich unter Strom stehen. Wie meinen Sie das? Naja, dass Sie Zunder kriegen, von allen Seiten, weil Sie in der Sache nicht weiterkommen.
dass sie ihr Erfolgserlebnis nötig haben wie einer ein Bier in der Wüste. Na und? Sie etwa nicht? Habe ich da nicht neulich was läuten gehört? Doch, ja, Sie haben richtig gehört. Und Lo Pau? Leon, der Geheimnisvolle? Ja, der auch. Na, dann sind wir sogar ein Trio unter Strom. Ja, sehr komisch. Ja, nicht? Also schön, wo ist der Brief? Den kriegen Sie in dem Moment, in dem die Exklusivstory im Mittag über die Leichenauffindung auf den Markt ist. Mhm. Mit dem großen Starfoto, wie Sie und Lo Pau gemeinsam beim Buddeln zugucken. Okay, Sie alter Oberganove. Prost. Prost. Nun meine andere Frage. Was haben Sie denn heute noch so vor? Ich meine, mit uns beiden kann es ja kaum noch schlimmer kommen, als Sie verstehen, was ich meine. Nee. Also das hat mir meine Mutti schon immer gesagt. Geschäft und Vergnügen nie verquicken. Außerdem, was weiß ich? Vielleicht sieht uns sogar noch der Hellseher. Ach, scheiß Hellseher. Naja, schön. Gut, vergiss es. Komm, lass doch mal erst Gras drüber wachsen. Ich hab ja gar nichts gegen dich. Im Gegenteil. Willst du mich verarschen? Nee, nicht bald zappeln lassen. Aber ich hab heute keine Lust. Reicht dir das? Ja, muss ja. Aber ich komme auf dich zurück. Ich bitte sogar. Morgen Mittag ab 12.30 Uhr in meinem Büro. Mit Herrn Lobau. Also ob Lo Pau nun Scheiß-Hellseher war oder nicht, bei der Seance, bei der Kripo, wusste er genau, auf was es ankam. Nämlich darauf, sein Publikum erst richtig einzuschätzen und dann entsprechend zu bedienen. Dabei waren übrigens Sonja Schlamm, der zuständige erste Staatsanwalt von der Heidt, zwei Sachbearbeiter der Sonderkommission und meine Wenigkeit als einziger zugelassene Pressemensch. Sonja Schlamm hatte einen Mantel von Lisa Birk mitgebracht, an dem Lo Pau erstmal wie ein Tabakeinkäufer rumschnüffelte, bevor er sich den großen Generalstabskarten auf dem Tisch zuwandte. Wie ein Geier kreiste darüber sein Kugelschreiber. Ja, und dann plötzlich stößt er pfeilschnell runter und markiert einen Kreis um die Naturparks Hochtaunus und Rheintaunus. Und ganz exakt mit diesem Hexenturm von Idstein als Mittelpunkt. Ja. Aha. Schnell. Geben Sie mir noch mal den Mantel. Danke. Ich sehe... Was? Ein Trampelpfad. Eine gespaltene Kiefer, ein runder Steinbrocken am Weg, mit weißer Schrift, ja. Hoher Farn. Was denn? Lisa Birk ist tot. Ich sehe sie. Hermann hat sie zugedeckt. Wer? Der Mann. Reden Sie doch! Der Mann. Und der Mann hat ein besonderes Auto. Sehr, sehr stark. Trotzdem, wie der Mann keucht. Was für ein besonderes Auto? Ein... Er hat seine Räder hochgestellt, glaube ich. Womit? Hat er die Leiche zugedeckt? Mit Tannenzweigen? Nein, Fichten. Oder? Kiefer? Koniferen. Wo? Auto.
Autobahnanschlussstelle Idstein bei Hefterich links ab, dann links Richtung Schlossborn. Weiter, weiter. 4 Meter nach dieser gespaltenen Kiefer. Eins muss man Sonja Schlamm ja lassen, obgleich sie meine dauernden Fragen, ob schon Gras über die Sache gewachsen sei, immer nur mit einem leeren Grinsen beantwortete. Beruflich spurte sie wie eine Eins. Irgendwie schaffte sie es, dem Staatsanwalt zu verklickern, dass die Leichensuche erst übernächsten Vormittag stattfinden konnte. So lange brauchte ich nämlich, um die Fernsehteams zusammenzutrommeln. Wobei immer der Handel galt, der beiden gut tat. Die Sender kriegen ihre Originalberichte und verpflichten sich im Gegengeschäft mindestens 2-mal die lobens- und nachahmenswerten Dienste des Mittag für die Allgemeinheit zu erwähnen. Irgendwann spielte Leon Lopau zwar noch verrückt. Ja, was ist denn, wenn der Mörder die Leiche inzwischen geholt und anderswo vergraben hat? Aber so dumm war das gar nicht mal. Ganz ehrlich, ich hätte mich in den Bauch beißen können, dass ich den Punkt übersehen hatte. Und als wir die Leiche dann Gott sei Dank doch sozusagen programmgemäß gefunden hatten, war ich heilfroh, dass ich wenigstens diesen Mörderbrief bei mir hatte. Sonja Schlamm hatte ihn nämlich nicht vergessen. Die vergisst offenbar nie was. Also nun rück ihn mal raus. Moment. Komm ins Auto. Kommt erst Jagenstein mit weißer Nummer, dann blitzkaputte Kiefer, 4 Meter rechts in die Büsche. Sag mal, du warst doch schon mal hier draußen, oder? Was geht dich das an? Mensch, rutsch mir den Buckel runter. Meinst du, ich frag dich aus Dafke? Überleg doch mal. Gestern, dieser Lopau ist doch nicht blöd. Und wenn er schon aus dem Augenschein, verstehst du, aus dem Augenschein gefolgert hat, dass über den Morast hier nur einer mit einem Wagen mit hochzustellenden Rädern gefahren sein kann. Mein Gott, das ist für mich 3-mal so wichtig wie seine sogenannten Eingebungen. Ja, 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 ja. Was meinst du übrigens, war das tatsächlich so ein Triebtäter? Sieht so aus, sicher. Also gut, ich glaube, ich habe dich echt unterschätzt. Und den Lopau auch. Entschuldige, natürlich waren wir hier. Na siehste. Wie das nun weiterging mit dieser Fernsehreifen-Hellseekiste, ist schnell erzählt. Durch die TV-Berichterstattung der nächsten 48 Stunden kriegte der Mittag eine Publicity wie seit ewig nicht mehr. Und Leon Lopau natürlich auch. Briefe kamen keine mehr, aber aus dem einen Brief, den der mutmaßliche Mörder geschrieben hatte, kriegte Sonjas Freund von der Kriminaltechnik unwahrscheinlich was raus. Vor allem aus den winzigen Speichelresten am Briefumschlag. Eine komplette Blutgruppenformel. Und nun Riesenhammer. Beim Postamt Dreieich, wo der Brief abgestempelt worden ist, fand Sonja doch tatsächlich einen Beamten, der sich eindeutig an den Briefeinwerfer erinnerte. Ich war an dem Nachmittag schon fertig mit der Außergastelehrung. War nicht viel an dem Tag. Und wollte den Sack gerade ins Auto legen, da kommt der plötzlich angerast. Also ich denke, der fährt mich glatt über den Haufen. Hält mit quietschender Reife, springt aus dem Auto. Was für ein Auto? So ein großes. Ein Citroën. Mit hochzustellenden Rädern? Ja, ja, das Modell. Mhm. Welche Farbe? Dunkel. Dunkel, Karamell. Beige. Springt er also raus mit seinem Brief in der Hand und will unbedingt, dass ich den noch in den Sack tue. Wieso erinnern Sie sich eigentlich so genau an den einen Brief? Wegen der Begleitung stimmt. Mhm. Außerdem habe ich die Großbuchstabe auf dem Umschlag. Ich habe es eben gemerkt. Mhm. Und die Autonummer? Die weiß ich nicht. Aber der Citroën, der war nagelneu. Der roch fast noch nach Lack.
Bei der Überprüfung aller im Rhein-Main-Gebiet im letzten halben Jahr zugelassenen karamellfarbigen, beigen Citroëns stieß die Kripo dann auf einen gewissen Walter Bredel, 31 Jahre alt, auf den erstaunlich viel passte. Er war unverheiratet, hatte weder Freunde noch Freundinnen, was ja irgendwie ganz typisch ist für Triebtäter, und vor allem, er besaß eine entsprechende Schreibmaschine mit einer Kuriertype und dieses graue Umweltpapier. Außerdem hatte er vor dem Citroën einen roten Ford gefahren, einen 17M. Und die Frauen aus der Gegend, die nach dem Verschwinden von Lisa Birk befragt worden waren, hatten ja immer wieder von einem Mann im roten Ford gesprochen, der sie ziemlich belästigt hatte. Und eine von ihnen identifizierte Walter Bredel dann ebenso eindeutig wie der Postmensch aus Dreieich. Ja, zwei Punkte allerdings machten mir dann doch noch gewaltige Kopfschmerzen. Ist noch was? Ja, sicher. Ich meine, das ist ja alles gut und schön, erstens. Aber irgendwie will es mir nicht in den Kopf, dass da ausgerechnet der Täter an Lopau schreibt und überhaupt eine Spur legt, so breit wie die Autobahn. Naja, sicher. Aber gehen wir mal davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Triebtäter handelt, ja? Hast du nie von dieser Erkenntnis gehört, dass alle Triebtäter die geheime Sehnsucht haben, erwischt zu werden? Ah ja? Ja, und im Zweifelsfall sogar nachhelfen, wenn die Polizei von sich aus zu blöd ist. Beispielsweise, indem sie eben Briefe schreiben. Die Fälle gibt es hundertfach. Das klingt einleuchtend. Ja, aber was machen wir mit diesem verdammten Brief? Zweitens, den brauchst du doch, um diesen Bredel zu überführen. Ja, ja, weiß ich ja auch noch nicht. Aber da wird mir schon was einfallen. Und tatsächlich, das Problem löste sich dann sogar mit Bredels Hilfe, fast von selber. Ziemlich makaber. Sonja Schlamm musste mich im Endeffekt allerdings noch zu einem verdammt krummen Ding anstiften. Ja, Schlamm? Wie bitte? Ist das wahr? Na, hat denn keiner... Ja... werde ich veranlassen. Vielen Dank. Wiederhören. Ja, Gerber. Du musst sofort in mein Büro kommen. Wegen Bredel. Hat er gestanden? Komm her. Mehr kann ich hier am Telefon nicht sagen. Das heißt, du könntest dir schon mal was überlegen. Was kann in einem Brief von Bredel an Lopau gestanden haben? Bredel an Lopau? Ja, genau. Offiziell quasi. Kapiert? Nee. Meine Güte, denk doch einmal nach. Damit steht und fällt im Moment alles. Komm, zisch los. Hallo? Sonja? Frau Schlamm? Komischerweise war sie gar nicht da, als ich kam. Aber als ich mich im Büro umguckte, habe ich tatsächlich schnell kapiert, weshalb sie nicht da war. Auf dem Tisch stand eine kleine Schreibmaschine mit einer Kuriertype, mit einem Zettel dran. Asservat Bredel. Und einem eingespannten Blatt von diesem grauen Umweltpapier. Genau das Papier, auf dem vorher der Brief von Bredel an Lopau geschrieben worden war. Nun ja, eindeutig eine Aufforderung zum Tanz, zu einer echten Fälschung. Ich habe jedenfalls die Tür abgeschlossen, der Schlüssel steckte. Sonja Schlamm denkt eben an alles und einfach mal losgetippt. Lopau... Sie sind ein blöder Spinner. Sie kriegen mich nie. Die Leiche von Lisa finden Sie auch nicht. Ha, ha. Die liegt so tief wie auf dem Grund des Ozeans. Ha, ha.
Der Mörder siegt. Das sagt Mr. Y. Tja. Und dann kam sie und rüttelte an ihrer eigenen Tür. Mach auf! Ja, ich komme. Fein, da bist du ja. Ach, warst du tatsächlich kreativ. Lass mal lesen. Sag mal, kannst du mir vielleicht... Aha. Der liegt so tief wie auf dem Grund des Ozeans. Der Mörder siegt, das sagt Mr. Y. Mein lieber Mann. Also das Küsschen hast du verdient. Kannst du mir vielleicht endlich mal sagen, was das Ganze soll? Na sicher. Das ist der Brief des Mörders. Quatsch, den habe ich doch geschrieben. Ach wo? Den hast du mir doch neulich schon gegeben, oder? Mein lieber Mann. Ja, aber das geht doch nicht. Aber wieso? Der ist auf Bredels Maschine geschrieben worden. Und auf Bredels Maschine ist auch dieser, dieser jetzt ursprüngliche Brief geschrieben worden. Das ist jetzt hundertprozentig. Außerdem wird Bredel inzwischen anhand seiner Blutgruppe überführt. Das stimmt genauso. Der ist es gewesen. Astrein. Pass mal auf, Mädchen. Das kann ja alles sein. Ist ja auch prima. Aber ich meine diesen neuen Brief. Mhm. Was sagt denn dein Kriminaltechniker dazu? Der hält die Klappe. Oh Gott, ist das ein Sumpf. Ja, ähnlich wie bei der Zeitung vermutlich. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ganz so schlimm ist es bei uns nicht. Ja, aber jetzt, dieser Bredel selber, ich meine, was sagt der, wenn er später vor Gericht gefragt wird? Nix, der kommt gar nicht vor Gericht. Oh Mädchen, was soll das alles? Walter Bredel ist tot. Heute früh hat er sich am Heizkörper in seiner Zelle erhängt. Das ist ja irre. Ja, nicht? Und deshalb, dank deiner fähigen Mitwirkung... Oh. Ich flipp gleich aus, du, komm mal her. Nee, du, mehr läuft ja nicht, ja? Ich hab mal in mich reingehorcht. So irre doll ist das nicht mit den Schwingungen in Bezug auf dich. Ach so. Na ja, gut, dann schade. Wollen wir nicht wenigstens essen gehen? Heute? Ja. Geht nicht, bin schon vergeben. Ach so, an wen denn? Naja, der Kriminaltechniker. Musst du doch einsehen. Ah ja. Wird der heute honoriert. Ach, du, komm sicher ab. Ja, aber was... Ich will dir mal was sagen, Kleiner. Hast du jemals eine einzige nette Zeile über mich geschrieben? Na ja. Lobau hinten, Lobau vorne. Hört's. Über mich, ja. Dafür sind sich der Herr zu schade. Und dann wundert er sich, dass ich mal eine andere Kundschaft habe. Pass auf. Glaubst du eigentlich, dass ich einfach so mit jedem aber hier Sonja, durch... Sonja, hör zu. Mensch, jetzt hau endlich ab, zieh Leine. Guck doch nicht so blöd. Kapiert? Nee, dann eben nicht. Prost. Prost, du schöne Tante. Wohlfix, Prost. Die Bild-Zeitung? Die Bild-Zeitung von morgen? Oh ja. Leon Lobau im Bild, so war es wirklich. Du. Exklusiv im Bild. Du. Die Bild-Zeitung? Komm mal hier. Hier hast du... Mann. So, jetzt komm, lies mal vor. Oh, danke. Ja, ich kann nämlich, wo das heißt, richtig gut. Leon Lobau jetzt exklusiv im Bild. So war es wirklich. Im Fall der ermordet aufgefundenen Lisa Birk hat er... Nee, komm, hier, Geschenk, weiter dahin, da muss ich hin. Der Reporter Gaber sträubte sich bis zuletzt, an meine düstere Vision zu glauben. Lisa Birk liege auf einer Lichtung hinter hohen Farnbüschen im Bereich des Putznickel. Ja. Ich muss leider sagen, dass Gaber mich mit zum Teil wüsten Beschimpfungen in meiner anstrengenden, transzendentalen Tätigkeit in der Nachfolge des Nostradamus abzuhalten versuchte.
Sicher deshalb, weil er, natürlich zu Unrecht, wie sich zeigte, von Anfang an die Möglichkeit der Paragnostik anzweifelte. Das reicht jetzt, es reicht. Entschuldigung. Nein, ich meine nicht, es reicht. Hallo, Sie, hier, da ist Ihr Telefon. Bei der Garderobe links, aber nur Stadtgespräche. Ja, ist ja. Haben Sie vielleicht 2 Zehner? Geht ohne. Können Sie später mit der Rechnung zahlen? Oh, das ist sehr generös. Ja, Gerber. Hier ist Chefredaktion Mittag. Moment, ich verbinde. Ach du Scheiße. Gerber? Ja? Sagen Sie mal, Sie Vollidiot, wieso schreibt denn dieser Lobau heute in Bild, dass Sie... Wieso? Lassen Sie ihn doch. Lassen? Sind Sie wahnsinnig? Oder haben Sie am Helligen... Nein, ich meine nur, vielleicht haben die ihm mehr bezahlt. Es war ja auch nicht so üppig, nicht, was wir das ihm da geboten haben. Das ist doch die letzte Sau. Ja, sicher, sage ich ja auch, aber das ist doch nicht meine Schuld. Ich meine, ich hab doch... Sie sind der allerletzte Anfänger. Sie sind... Was sagen Sie da? Anfänger? Haben Sie nicht gerade gesagt, ich wäre der Größte? Mit meiner Idee hätte ich überhaupt... Scheißdreck habe ich. Was heißt hier Idee? Solche Selbstgänger von Geschichten hätte doch jeder Volontär genauso geschrieben. No. Also das eine kann ich Ihnen versprechen. Dieser Rat Konsequenzen. Ich lasse mir doch nicht von Ihnen und Lobau das Geld aus der Nase ziehen ja. Und dann kommen Sie noch mit so etwas... Arschloch. Nun, es hatte Konsequenzen. Allerdings andere, als sich dieser Idiot von Chefredakteur gedacht hatte. Ich war noch ziemlich matschig vom Abend vorher. Aber wach genug, um sofort einen Flug mit der nächsten Maschine nach Hamburg zu buchen. Naja, und kurz vor 3 habe ich dann meinem lieben Chefredakteur zur allseitigen Freude der Kollegen die Klamotten hingeschmissen. Lieber arbeitslos als sowas, habe ich ihn angebrüllt. Naja, ein bisschen leichtsinnig war es ja. Ja, jedenfalls abends um 7 stecke ich dann in Frankfurt meinen Wohnungsschlüssel schon wieder ins Schloss. Ja, ich komme ja schon. Ja, Gerber. Tag, alter Junge. Hier Schiffmann in Hamburg. Erinnerst du dich noch? Schiffmann, ja, sicher. Mensch, Kumpel. Sag mal, du bist doch inzwischen beim Echo, oder? Deutschlands größte Illustrierte. Na, ihr seid ja ganz gut momentan. Sagen wir die zweitgrößte. Komm, war nicht so bescheiden, nicht? Du hast da echt Karriere gemacht. Bist du nicht Ressortchef oder irgend sowas? Ja, Textchef bin ich. Ah, ja, aber ja. Sag mal ganz direkt, willst du nicht bei uns anheuern? Ah, wieso weißt du denn, dass ich frei bin? Na komm, Junge, als den Zores, den du da heute veranstaltet hast, dann von Rede doch inzwischen ganz Hamburg. So, aha. Mhm. Ja, und wie viel wäre denn da drin? Geld, ja, also da wird man schon einig werden. Wir stellen uns allerdings vor... Ja, was denn? Naja, also nach diesem ganzen Hickhack, da müsstest du mal die ganz große, authentische Story schreiben, was da mit Lobau und dir so gelaufen ist. Mhm. Da hört man ja die verrücktesten Sachen. Also jedenfalls, wenn ich du wäre, ich hätte da längst keine Skrupel mehr. Also so wie dich die Leute... Oh Mann, mir platzt gleich der Schädel. Oder soll ich dich lieber morgen früh nochmal an? Ja, mach das. Okay, bis dann, ne? Puh. Jetzt brauche ich erstmal ein frisches Bier. Verrückt. Ganz Hamburg redet von mir. Nein.
Nicht schon wieder. Nein, ich bin nicht da. Ja, Gerber. Sonja hier. Ja, und? Lisa Birks Urne ist heute beigesetzt worden. Und da dachte ich so, als ich das hörte... Ja, was? Was dachtest du? Ach Quatsch, ich dachte bloß, ich habe mich gestern Abend unmöglich benommen. Aha. Sag mal, willst du nicht herkommen? Hey, Bobby. Bist du noch dran? Ja, ja. Warum rufst du an? Habe ich das nicht gerade gesagt? Also ich soll zu dir und dann kommen wir. Na, also so direkt. Aber bitte, wenn es sich so ergeben sollte. Komm, dann sag mal die Wahrheit. Welche Wahrheit? Nun lüg nicht. Du weißt doch, dass ich beim Mittag gekündigt habe, ne? Stimmt's? Ja, schon. Ja, und da hast du doch im selben Moment begriffen, was das bedeuten kann. Ha? Komm, ich spuck's aus. Ja, was denn? Na gut, gut, dann sag ich's dir. Hör gut zu. Ich habe nicht nur von meinem Laden die Schnauze gestrichen voll, sondern auch von dir und von Lopau sowieso. Und jetzt überlege ich, ob ich nicht mal was Wahres schreibe, meine echte Geschichte von deinem Trio unter Strom. Beziehungsweise, dass das ja alles gar nicht so stimmt mit diesem Trio, nicht? Das waren ja in Wirklichkeit nur zwei, du und Lopau. Ich habe ja in der Form nie unter Strom gestanden. Nicht? Ich hätte ja immer aussteigen können. Enthüllungsstories über Bullen, die mit Hellsehern Dinger drehen, ne? Oder? Ist doch pures Gold. Kann jeder mal wieder lesen, wie mies die Welt tatsächlich ist. Mensch, das bringt doch zehnmal mehr Piepen als jede scheiß Jubelarie. Und dann noch exklusiv, echt exklusiv, ne? Da lecken sich die Leute doch die... Naja, Puppe, wie finde ich das? Wie finde ich das? Also, gibst du jetzt zu, dass du mich deshalb anrufst? Bloß deshalb. Hey, hallo, Sonja? Ja, ich bin noch dran. Ah, ja. Schrecklich, wenn Ganoven ehrlich werden. Ja, hast du nun deshalb angerufen oder nicht? Also, ich überleg's mir noch. Ich ruf dich morgen früh an. Hau bloß ab. Vielleicht komme ich jetzt mal an mein Bier. Sitze ich nun. Im Grunde wäre es ja wirklich ein Ding. Ich sehe die Schlagzeile direkt vor mir. Die große Lüge des Leon Lopau. Oder... Nee, Moment. Lopaus Lüge um Lisas Leiche. Leon Lopaus Lebenslüge. Oh, klasse, ich werde immer besser. Warte mal, jetzt habe ich's. Kripo-Skandal um Lisas Leiche. Jawohl, das ist es. Das ist die Schlagzeile. Und das trifft die Richtigen. Die Richtige, meine ich. Ja. Prost, Gerber. Euch zahle ich es heim, ihr Arschlöcher. Und zwar, jawohl, gleich morgen früh. Warte mal, morgen früh. Ja, vielleicht sollte ich doch... Erst mal abwarten, wer morgen früh zuerst anruft. Heiner Schiffmann oder Sonja Schlamm? Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Die Polizei steckt ihn notfalls sofort in Beugehaft. Was sie sonst noch so drauf hat. Und wenn er sich auch nur 5 Minuten weigert, ohne Gegenleistung auszupacken, haut sie ihm glatt auch noch den guten Ruf kaputt. Meinen Sie, sind sich schon darüber im Klaren, dass Sie hier von Ihren Kollegen sprechen? Ja, und? Ich sage Ihnen doch, dass hier keine Tonbänder laufen. Kommt mir doch genauso zugute. Ja, dann mal zu dem, was Lopau unnormalerweise zu erwarten hätte. Was wäre das?
Also, er könnte den Brief zum Beispiel mir persönlich geben. Mhm. Naja, und ich könnte ihn durch einen mir sehr vertrauten Kriminaltechniker untersuchen und spurenkundlich auswerten lassen. Mhm. Ja, und die Ergebnisse würden unter der Flagge vertraulich wurde in Erfahrung gebracht segeln. Aber bei der Regelung könnte Leon seine Schau voll abziehen. Und er und kein anderer hätte die arme Lisa gefunden und führt uns zu ihr hin. Und wir? Wir setzen ihm dann bloß noch die Krone auf und greifen den Mörder. Zack, zack. Zack, zack, ja. Und ich? Na also, das versteht sie doch von selbst. Ehre, wem Ehre gebührt. Dem Verdienst seine Krone. Also exklusiv? Beziehungsweise, wenn da jemand eingeladen wird, beispielsweise das Fernsehen, dann ist das ausschließlich meine Sache, aber ja? Aber wie? Da mache ich doch glatt die halbe Frankfurter Schutzpolizei mobil. Bloß damit sie ihre Gigantenstory so exklusiv haben, wie damals die Amis ihre ersten Mondlandungen. Nur mal angenommen, wir würden jetzt das ganze Hätte und Würde mal für bare Münze nehmen und Ihnen das betreffende Beweismaterial geben. Ja? Und wer garantiert uns dann, dass Sie die Klappe halten? Oder umgekehrt, wer garantiert Ihnen, dass Sie sich auf uns verlassen können? Mensch, Bobby, gebrauchen Sie doch mal Ihren Grips. Sobald ich anfangen würde zu singen, würden Sie auspacken. Und ich würde ein Disziplinarverfahren an den Hals kriegen, das sich gewaschen hat. Ich würde nie wieder die Leitung einer Kommission kriegen. Na ja. Umgekehrt, wenn Lo Pao nicht dicht hält, schießt er sich genauso selber raus und kann ab morgen stempeln gehen. Hm. Und Sie, oh Gott, die Blamage. Dass Sie Ihre Nachrichten erfinden, das kann sich Ihr Blatt überhaupt nicht leisten. Ja, wir sind doch echt der klassische Fall für drei in einem Boot. Wenn einer absäuft, saufen die anderen mit ab. Na ja, also, machen Sie's. Aber auf der Stelle. Sie scheinen diese Leiche ja wirklich dringend zu brauchen. Hm? Wenn Sie sich auf so einen Kuhhandel einlassen, müssen Sie entsetzlich unter Strom stehen. Wie meinen Sie das? Naja, dass Sie Zunder kriegen von allen Seiten, weil Sie in der Sache nicht weiterkommen. Dass Sie Ihr Erfolgserlebnis nötig haben wie einer ein Bier in der Wüste. Na und? Sie etwa nicht? Habe ich da nicht neulich was Leuten gehört? Doch, ja, Sie haben richtig gehört. Und Lo Pao? Bei Hefterich links ab, dann links Richtung Schlossborn. Weiter. 4 Meter nach dieser gespaltenen Kiefer. Eins muss man Sonja Schlamm ja lassen, obgleich sie meine dauernden Fragen, ob schon Gras über die Sache gewachsen sei, immer nur mit einem leeren Grinsen beantwortete. Beruflich spurte sie wie eine Eins. Irgendwie schaffte sie es, dem Staatsanwalt zu verklickern, dass die Leichensuche erst übernächsten Vormittag stattfinden konnte. So lange brauchte ich nämlich, um die Fernsehteams zusammenzutrommeln. Wobei immer der Handel galt, der beiden gut tat. Die Sender kriegen ihre Originalberichte und verpflichten sich im Gegengeschäft mindestens zweimal die lobens- und nachahmenswerten Dienste des Mittag für die Allgemeinheit zu erwähnen. Irgendwann spielte Leon Lo Pao zwar noch verrückt. Ja, was ist denn, wenn der Mörder die Leiche inzwischen geholt und anderswo vergraben hat? Aber so dumm war das gar nicht mal. Ganz ehrlich, ich hätte mich in den Bauch beißen können, dass ich den Punkt übersehen hatte. Ja, und als wir die Leiche dann Gott sei Dank doch sozusagen programmgemäß gefunden hatten, war ich heilfroh, dass ich wenigstens diesen Mörderbrief bei mir hatte. Sonja Schlamm hatte ihn nämlich nicht vergessen. Die vergisst offenbar nie was. Also nun rück ihn mal raus. Moment. Komm ins Auto. Hier. Kommt erst Jagenstein mit weißer Nummer, dann blitzkaputte Kiefer, 4 Meter rechts in die Büsche. Sag mal, du warst doch schon mal hier draußen, oder? Was geht dich das an? Mensch, rutsch mir den Buckel runter. Meinst du, ich frag dich aus Dafke? Überleg doch mal. Gestern, dieser Lo Pao ist doch nicht blöd.
Und wenn er schon aus dem Augenschein, verstehst du, aus dem Augenschein gefolgert hat, dass über den Morast hier nur einer mit einem Wagen mit hochzustellenden Rädern gefahren sein kann. Mein Gott, das ist für mich dreimal so wichtig wie seine sogenannten Eingebungen. Ja. Was meinst du übrigens? War das tatsächlich so ein Triebtäter? Sieht so aus. Sicher. Also gut, ich glaube, ich habe dich echt unterschätzt. Und den Lopau auch. Entschuldige, natürlich waren wir hier. Na, siehste. Aber gehen wir mal davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Triebtäter handelt, ja? Hast du nie von dieser Erkenntnis gehört, dass alle Triebtäter die geheime Sehnsucht haben, erwischt zu werden? Ah ja? Ja, und im Zweifelsfall sogar nachhelfen, wenn die Polizei von sich aus zu blöd ist. Beispielsweise, indem sie eben Briefe schreiben. Die Fälle gibt es hundertfach. Das klingt einleuchtend. Ja, aber was machen wir mit diesem verdammten Brief? Zweitens, den brauchst du doch, um diesen Bredel zu überführen. Ja, weiß ich ja auch noch nicht. Aber da wird mir schon was einfallen. Und tatsächlich, das Problem löste sich dann sogar mit Bredels Hilfe, fast von selber. Ziemlich makaber. Sonja Schlamm musste mich im Endeffekt allerdings noch zu einem verdammt krummen Ding anstiften. Ja, Schlamm? Wie bitte? Ist das wahr? Na, hat denn keiner... Naja, werde ich veranlassen. Vielen Dank, wiederhören. Ja, Gerber. Du musst sofort in mein Büro kommen, wegen Bredel. Hat er gestanden? Komm her. Mehr kann ich hier am Telefon nicht sagen. Das heißt, du könntest dir schon mal was überlegen. Was kann in einem Brief von Bredel an Lupau gestanden haben? Bredel an Lupau? Ja, genau. Offiziell quasi. Kapiert? Nee. Meine Güte, denk doch einmal nach. Damit steht und fällt im Moment alles. Komm, zisch los. Hallo? Sonja? Frau Schlamm? Komischerweise war sie gar nicht da, als ich kam. Aber als ich mich im Büro umguckte, habe ich tatsächlich schnell kapiert, weshalb sie nicht da war. Auf dem Tisch stand eine kleine Schreibmaschine mit einer Kuriertype, mit einem Zettel dran. Asservat Bredel. Und einem eingespannten Blatt von diesem grauen Umweltpapier. Genau das Papier, auf dem vorher der Brief von Bredel an Lopau geschrieben worden war. Naja, eindeutig eine Aufforderung zum Tanz, zu einer echten Fälschung. Ich habe jedenfalls die Tür abgeschlossen, der Schlüssel steckte. Sonja Schlamm denkt eben an alles. Und hallo? Sonja? Frau Schlamm? Komischerweise war sie gar nicht da, als ich kam. Aber als ich mich im Büro umguckte, habe ich tatsächlich schnell kapiert, weshalb sie nicht da war. Auf dem Tisch stand eine kleine Schreibmaschine mit einer Kuriertype, mit einem Zettel dran. Asservat Bredel. Und einem eingespannten Blatt von diesem grauen Umweltpapier. Genau das Papier, auf dem vorher der Brief von Bredel an Lopau geschrieben worden war. Naja, eindeutig eine Aufforderung zum Tanz, zu einer echten Fälschung. Ich habe jedenfalls die Tür abgeschlossen, der Schlüssel steckte. Sonja Schlamm denkt eben an alles und einfach mal losgetippt. Lopau... Sie sind ein blöder Spinner. Sie kriegen mich nie. Die Leiche
von Lisa finden Sie auch nicht. Ha. Die liegt so tief wie auf dem Grund des Ozeans. Ha. Der Mörder siegt. Das sagt Mr. Y. Tja. Und dann kam sie und rüttelte an ihrer eigenen Tür. Mach auf! Ja, ich komme. Fein, da bist du ja. Ach, warst du tatsächlich kreativ. Lass mal lesen. Sag mal, kannst du mir vielleicht... Aha, der liegt so tief wie auf dem Grund des Ozeans. Der Mörder siegt, das sagt Mr. Y. Mein lieber Mann. Also das Küsschen hast du verdient. Kannst du mir vielleicht endlich mal sagen, was das Ganze soll? Na sicher. Das ist der Brief des Mörders. Quatsch, den habe ich doch geschrieben. Ach wo? Euch. Was für ein besonderes Auto. Ein... Er hat seine Räder hochgestellt, glaube ich. Womit hat er die Leiche zugedeckt? Mit Tannenzweigen? Nein, Fichten. Oder? Kiefer? Koniferen. Wo? Autobahnanschlussstelle Idstein bei Hefterich links ab, dann links Richtung Schlossborn. Weiter. 4 Meter nach dieser gespaltenen Kiefer. Eins muss man Sonja Schlamm ja lassen, obgleich sie meine dauernden Fragen, ob schon Gras über die Sache gewachsen sei, immer nur mit einem leeren Grinsen beantwortete. Beruflich spurte sie wie eine Eins. Irgendwie schaffte sie es, dem Staatsanwalt zu verklickern, dass die Leichensuche erst übernächsten Vormittag stattfinden konnte. So lange brauchte ich nämlich, um die Fernsehteams zusammenzutrommeln. Wobei immer der Handel galt, der beiden gut tat. Die Sender kriegen ihre Originalberichte und verpflichten sich im Gegengeschäft mindestens zweimal die lobens- und nachahmenswerten Dienste des Mittag für die Allgemeinheit zu erwähnen. Irgendwann spielte Leon Lopau zwar noch verrückt. Ja, was ist denn, wenn der Mörder die Leiche inzwischen geholt und anderswo vergraben hat? Aber so dumm war das gar nicht mal. Ganz ehrlich, ich hätte mich in den Bauch beißen können, dass ich den Punkt übersehen hatte. Und als wir die Leiche dann Gott sei Dank doch sozusagen programmgemäß gefunden hatten, war ich heilfroh, dass ich wenigstens diesen Mörderbrief bei mir hatte. Sonja Schlamm hatte ihn nämlich nicht vergessen. Die vergisst offenbar nie was. Also nun rück ihn mal raus. Moment. Komm ins Auto. Kommt erst Jagenstein mit weißer Nummer, dann blitzkaputte Kiefer, 4 Meter rechts in die Büsche. Sag mal, du warst doch schon mal hier draußen, oder? Was geht dich das an? Mensch, rutsch mir den Buckel runter. Meinst du, ich frag dich aus Dafke? Überleg doch mal. Gestern, dieser Lopau... Ja, Gerber. Tag, alter Junge. Hier Schiffmann in Hamburg. Erinnerst du dich noch? Schiffmann, ja, sicher, Mensch, Kumpel. Sag mal, du bist doch inzwischen beim Echo, oder? Deutschlands größte Illustrierte. Na, ihr seid ja ganz gut momentan. Ja, sagen wir die zweitgrößte. Na komm, war nicht so bescheiden, nicht? Du hast da echt Karriere gemacht. Bist du nicht Ressortchef oder irgendwas? Ja, Textchef bin ich. Ah ja. Aber sag mal ganz direkt,
willst du nicht bei uns anheuern? Ah, wieso weißt du denn, dass ich frei bin? Na komm, Junge, als den Zores, den du da heute veranstaltet hast, dann verdrehte doch inzwischen ganz Hamburg. So, so, aha. Mhm. Ja, und wie viel wäre denn da drin? Geld? Ja, also da würden wir schon einig werden. Wir stellen uns allerdings vor... Ja, was denn? Naja, also nach diesem ganzen Hickhack, da müsstest du mal die ganz große, authentische Story schreiben, was da mit Lo Power und dir so gelaufen ist. Mhm. Da hört man ja die verrücktesten Sachen. Also jedenfalls, wenn ich du wäre, ich hätte da längst keine Skrupel mehr. Also so wie dich die Leute... Oh Mann, 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 mir platzt gleich der Schädel. Oder soll ich dich lieber morgen früh nochmal anrufen? Ja, mach das. Okay, bis dann, ne? Puh. Jetzt brauche ich erstmal ein frisches Bier. Verrückt. Ganz Hamburg redet von mir. Nein, nicht schon wieder. Nein, ich bin nicht da. Ja, Gerber. Sonja hier. Ja, und? Lisa Birks Urne ist heute beigesetzt worden. Und da dachte ich so, als ich das hörte... Ja, was dachtest du? Ach Quatsch, ich dachte bloß, ich habe mich gestern Abend unmöglich benommen. Aha. Sag mal, willst du nicht herkommen? Hey, Bobby. Ja. Bist du noch dran? Ja, ja. Warum rufst du an? Habe ich das nicht gerade gesagt? Also ich soll zu dir und dann kommen wir. Na, also so direkt. Aber bitte, wenn es sich so ergeben sollte. Komm, dann sag mal die Wahrheit. Welche Wahrheit? Nun lüg nicht. Du weißt doch, dass ich beim Mittag gekündigt habe, ne? Stimmt's? Ja, schon. Ja, und da hast du doch im selben Moment begriffen, was das bedeuten kann. Ha? Komm, ich spuck's aus. Ja, was denn? Na gut, gut, dann sag ich's dir. Hör gut zu. Ich habe nicht nur von meinem Laden die Schnauze gestrichen voll, sondern auch von dir und von Lopau sowieso. Und jetzt überlege ich, ob ich nicht mal was Wahres schreibe, meine echte Geschichte von deinem Trio unter Strom. Beziehungsweise, dass das ja alles gar nicht so stimmt mit diesem Trio, nicht? Das waren ja in Wirklichkeit nur zwei, du und Lopau. Ich habe ja in der Form nie unterbricht, nicht? Was wir ihm da geboten. Das ist doch die letzte Sau. Ja, sicher, das sage ich ja auch, aber das ist doch nicht meine Schuld. Ich meine, ich habe doch... Sie sind der allerletzte Anfänger. Sie Was sind... sagen Sie da? Anfänger? Haben Sie nicht gerade gesagt, ich wäre der Größte? Mit meiner Idee hätte ich überhaupt... Scheißdreck habe ich. Was heißt hier Idee? Solche Selbstgänger von Geschichten hätte doch jeder Volontär genauso geschrieben. No. Also das eine kann ich Ihnen versprechen. Dieser Rat Konsequenzen. Ich lasse mir doch nicht von Ihnen und Lopau das Geld aus der Nase ziehen da. Und dann kommen Sie noch mit so etwas... Arschloch. Nun, es hatte Konsequenzen. Allerdings andere, als sich dieser Idiot von Chefredakteur gedacht hatte. Ich war noch ziemlich matschig vom Abend vorher. Aber wach genug, um sofort einen Flug mit der nächsten Maschine nach Hamburg zu buchen. Naja, kurz vor drei habe ich dann meinem lieben Chefredakteur zur allseitigen Freude der Kollegen die Klamotten hingeschmissen. Lieber arbeitslos als sowas, habe ich ihn angebrüllt. Naja, ein bisschen leichtsinnig war es ja. Ja, jedenfalls abends um sieben stecke ich dann in Frankfurt meinen Wohnungsschlüssel schon wieder ins Schloss. Ja, ich komme ja schon. Ja, Gerber. Tag, alter Junge. Hier Schiffmann in Hamburg. Erinnerst du dich noch? Schiffmann, ja, sicher, Mensch, Kumpel. Sag mal, du bist doch inzwischen beim Echo, oder? Deutschlands größte Illustrierte. Na, ihr seid ja ganz gut momentan. Ja, sagen wir die zweitgrößte. Na komm, war nicht so bescheiden, nicht? Du hast da echt Karriere gemacht. Bist du nicht Ressortchef oder irgend sowas? Ja, Textchef bin ich. Ah ja, ja. Aber sag mal ganz direkt, willst du nicht bei uns anheuern? Ah, wieso weißt du denn, dass ich frei bin? Na komm, Junge, als den Zores, den du da heute veranstaltet hast, dann verdrehte doch inzwischen ganz Hamburg. So, so, aha, mhm. Ja, und wie viel wäre denn da drin? Geld? Ja, also da würden wir schon einig werden.
Wir stellen uns allerdings vor... Ja, was denn? Naja, also, nach diesem ganzen Hickhack, da müsstest du mal die ganz große, authentische Story schreiben, was da mit Lou Power und dir so gelaufen ist. Mhm. Da hört man ja die verrücktesten Sachen. Also jedenfalls, wenn ich du wäre, ich hätte da längst keine Skrupel mehr. Also so wie dich die Leute... Oh Mann, mir platzt gleich der Schädel. Oder soll ich dich lieber morgen früh nochmal an? Ja, mach das. Okay, bis dann, ne? Jetzt brauche ich erstmal ein frisches Bier. Ja, aber... Sonja hier. Ja, und? Lisa Birks Urne ist heute beigesetzt worden. Und da dachte ich so, als ich das höre... Ja, was dachtest du? Ach Quatsch, ich dachte bloß, ich habe mich gestern Abend unmöglich benommen. Aha. Sag mal, willst du nicht herkommen? Hey, Bobby, bist du noch dran? Ja. Warum rufst du an? Habe ich das nicht gerade gesagt? Also ich soll zu dir und dann kommen wir. Na, also so direkt. Aber bitte, wenn es sich so ergeben sollte. Komm, dann sag mal die Wahrheit. Welche Wahrheit? Nun lüg nicht. Du weißt doch, dass ich beim Mittag gekündigt habe, ne? Stimmt's? Ja, schon. Ja, und da hast du doch im selben Moment begriffen, was das bedeuten kann. Ha? Komm, ich spuck's aus. Ja, was denn? Na gut, dann sag ich's dir. Hör gut zu. Ich habe nicht nur von meinem Laden die Schnauze gestrichen voll, sondern auch von dir und von Lopau sowieso. Und jetzt überlege ich, ob ich nicht mal was Wahres schreibe, meine echte Geschichte von deinem Trio unter Strom. Beziehungsweise, dass das ja alles gar nicht so stimmt mit diesem Trio, nicht? Das waren ja in Wirklichkeit nur zwei, du und Lopau. Ich habe ja in der Form nie unter Strom gestanden. Nicht? Ich hätte ja immer aussteigen können. Enthüllungsstories über Bullen, die mit Hellsehern Dinger drehen, hä? Oder? Ist doch pures Gold. Kann jeder mal wieder lesen, wie mies die Welt tatsächlich ist. Mensch, das bringt doch 10-mal mehr Piepen als jede scheiß Jubelarie. Und dann noch exklusiv, echt exklusiv, ne? Da lecken sich die Leute doch die... Naja, Puppe, wie finde ich das? Also, gibst du jetzt zu, dass du mich deshalb anrufst? Bloß deshalb. Hey? Hallo, Sonja? Ja, ich bin noch dran. Ah, ja. Schrecklich, wenn Galoven ehrlich werden. Ja, hast du nun deshalb angerufen oder nicht? Also, ich überleg's mir noch. Ich ruf dich morgen früh an. Hau bloß ab. Vielleicht komme ich jetzt mal an mein Bier. Da sitze ich nun. Im Grunde wäre es ja wirklich ein Ding. Ich sehe die Schlagzeile direkt vor mir. Die große Lüge des Leon Lopau. Oder... Moment. Lopaus Lüge um Lisas Leiche. Leon Lopaus Lebenslüge. Oh, klasse, ich werde immer besser. Frau Schlamm! Komischerweise war sie gar nicht da, als ich kam. Aber als ich mich im Büro umguckte, habe ich tatsächlich schnell kapiert, weshalb sie nicht da war. Auf dem Tisch stand eine kleine Schreibmaschine mit einer Kuriertype, mit einem Zettel dran. Asservat Bredel. Mhm. Und einem eingespannten Blatt von diesem grauen Umweltpapier. Genau das Papier, auf dem vorher der Brief von Bredel an Lopau geschrieben worden war. Nun ja, eindeutig eine Aufforderung zum Tanz, zu einer echten Fälschung. Ich habe jedenfalls die Tür abgeschlossen, der Schlüssel steckte. Sonja Schlamm denkt eben an alles und einfach mal losgetippt. Lopau, Sie sind ein blöder Spinner. Sie kriegen mich nie. Die Leiche von Lisa finden Sie auch nicht. Ha. Die liegt so tief wie auf dem Grund des
Ozeans. H. H. Der Mörder siegt. Das sagt Mr. Y. Tja. Und dann kam sie und rüttelte an ihrer eigenen Tür. Mach auf! Ja, ich komme. Fein, da bist du ja. Ach, warst du tatsächlich kreativ. Lass mal lesen. Sag mal, kannst du mir vielleicht... Aha. Der liegt so tief wie auf dem Grund des Ozeans. Der Mörder siegt, das sagt Mr. Y. Mein lieber Mann. Also das Küsschen hast du verdient. Kannst du mir vielleicht endlich mal sagen, was das Ganze soll? Na sicher. Das ist der Brief des Mörders. Quatsch, den habe ich doch geschrieben. Ach wo? Den hast du mir doch neulich schon gegeben, oder? Mein lieber Mann. Ja, aber das geht doch nicht. Aber wieso? Der ist auf Bredels Maschine geschrieben worden. Und auf Bredels Maschine ist auch dieser. Hä? Naja, dieser Jetztbahn sein kann. Mein Gott, das ist für mich dreimal so wichtig wie seine sogenannten Eingebungen. Ja. Was meinst du übrigens? War das tatsächlich so ein Triebtäter? Hm, sieht so aus. Sicher. Also gut, ich glaube, ich habe dich echt unterschätzt. Und den Lopau auch. Entschuldige, natürlich waren wir hier. Na siehste. Wie das nun weiterging mit dieser fernsehreifen Hellseekiste, ist schnell erzählt. Durch die TV-Berichterstattung der nächsten 48 Stunden kriegte der Mittag eine Publicity wie seit ewig nicht mehr. Und Leon Lopau natürlich auch. Briefe kamen keine mehr, aber aus dem einen Brief, den der mutmaßliche Mörder geschrieben hatte, kriegte Sonjas Freund von der Kriminaltechnik unwahrscheinlich was raus. Vor allem aus den winzigen Speichelresten am Briefumschlag. Eine komplette Blutgruppenformel. Und nun Riesenhammer. Beim Postamt Dreieich, wo der Brief abgestempelt worden ist, fand Sonja doch tatsächlich einen Beamten, der sich eindeutig an den Briefeinwerfer erinnerte. Ich war an dem Nachmittag schon fertig mit der Außerkastellehrung. War nicht viel an dem Tag. Und wollte den Sack gerade ins Auto legen, da kommt der plötzlich angerast. Also ich denke, der fährt mich glatt über den Haufen. Hält mit quietschender Reife, springt aus dem Auto... Was für ein Auto? So ein großes. Ein Citroën. Mit hochzustellenden Rädern? Ja, das Modell. Mhm. Welche Farbe? Dunkel. Dunkel, Karamell, beige. Springt er also raus mit seinem Brief in der Hand und will unbedingt, dass ich den noch in den Sack tue. Wieso erinnern Sie sich eigentlich so genau an den einen Brief? Wegen der Begleitung stimmt. Mhm. Außerdem habe ich die Großbuchstabe auf dem Umschlag. Ich habe es eben gemerkt. Mhm. Und die Autonummer? Die weiß ich nicht. Aber der Citroën, der war nagelneu. Der roch fast noch nach Lack. Bei der Überprüfung aller im Rhein-Main-Gebiet im letzten halben Jahr zugelassenen karamellfarbigen beigen Citroëns stieß die Kripo dann auf einen gewissen Walter Bredel, 31 Jahre alt, auf den erstaunlich viel passte. Er war unverheiratet, hatte weder Freunde noch Freundinnen, was ja irgendwie ganz typisch ist für Triebtäter, und vor allem, er besaß eine entsprechende Schreibmaschine mit einer Kuriertype und dieses graue Umweltpapier. Außerdem hatte er vor dem Citroën einen roten Ford gefahren, einen 17M. Und die Frauen aus der Gegend, die nach dem Verschwinden von Lisa Birk befragt worden waren, hatten ja immer wieder von einem Mann im roten Ford gesprochen. Der Strom stehen. Wie meinen Sie das? Naja, dass sie Zunder kriegen, von allen Seiten, weil sie in der Sache nicht weiterkommen. Dass sie ihr Erfolgserlebnis nötig haben, wie einer ein Bier in der Wüste. Na und? Sie etwa nicht? Habe ich da nicht neulich was Leuten gehört? Doch, ja, Sie haben richtig gehört. Und Lopau? Leon, der Geheimnisvolle? Ja, der auch.
Na, dann sind wir sogar ein Trio unter Strom. Ja, sehr komisch. Ja, nicht? Ja. Also schön, wo ist der Brief? Den kriegen Sie in dem Moment, in dem die Exklusivstory im Mittag über die Leichenauffindung auf den Markt ist. Mhm. Mit dem großen Starfoto, wie Sie und Lopau gemeinsam beim Buddeln zugucken. Okay, Sie alter Oberganove. Prost. Prost. Nun meine andere Frage. Was haben Sie denn heute noch so vor? Ich meine, mit uns beiden kann es ja kaum noch schlimmer kommen, als Sie verstehen, was ich meine. Nee. Also das hat mir meine Mutti schon immer gesagt. Geschäft und Vergnügen nie verquicken. Außerdem, was weiß ich? Vielleicht sieht uns sogar noch der Hellseher. Ja, scheiß Hellseher. Naja, schön. Gut, vergiss es. Komm, lass doch mal erst Gras drüber wachsen. Ich hab ja gar nichts gegen dich. Im Gegenteil. Willst du mich verarschen? Nee, nicht bald zappeln lassen. Aber ich hab heute keine Lust. Reicht dir das? Ja, muss ja. Aber ich komme auf dich zurück. Ich bitte sogar. Morgen Mittag ab 12.30 Uhr in meinem Büro. Mit Herrn Lopau. Also ob Lopau nun Scheiß-Hellseher war oder nicht, bei der Seance, bei der Kripo, wusste er genau, auf was es ankam. Nämlich darauf, sein Publikum erst richtig einzuschätzen und dann entsprechend zu bedienen. Dabei waren übrigens Sonja Schlamm, der zuständige erste Staatsanwalt von der Heidt, zwei Sachbearbeiter der Sonderkommission und meine Wenigkeit als einziger zugelassene Pressemensch. Sonja Schlamm hatte einen Mantel von Lisa Birk mitgebracht, an dem Lopau erstmal wie ein Tabakeinkäufer rumschnüffelte, bevor er sich den großen Generalstabskarten auf dem Tisch zuwandte. Wie ein Geier kam es soweit. Und als wir dann Lisa Birks Leiche in diesen Büschen tatsächlich gefunden haben und Lopau wegrennt, rennt er in einem durch bis zum Auto. Und ich, naja, ehrlich gesagt, nix wie hinter ihm her. Dann gleich weiter, bis in die nächste Kneipe. Ja, Herr Ober, noch mal das Gleiche bitte. Zwei Helle, zwei Malteser. Das ist doch der reine Hohn. Was? Hier, sieh dir das an, nachdem ich das über dich geschrieben habe. Beeindruckend, wie Lopaus Gesicht sich verändert, als er zum ersten Mal einen, wenn auch noch so indirekten Induktor, einen Gegenstand, der mit dem Fall und mit Lisa Birk zu tun hat, in Händen hält. Es wird immer deutlicher, dass Lopaus unfassliches Gehirn auf der Spur eines vielleicht grässlichen Geheimnisses ist. Ich sag nur eines, sofort zurück und diesen anonymen Brief vernichten. Und dann? Was dann? Dann gehst du morgen früh sofort zur Polizei. Von mir aus können wir dann bei denen eine Seance veranstalten und dabei werde ich dann die Stelle finden. Ist ja inzwischen ziemlich einfach für mich. Du spinnst doch! Wieso? Was meinst denn du? Ich glaube, ich gehe heute noch zu dieser Kriminalrätin. Zu Sonja Schlamm. Wie schön, auch gut. Hier fickst du an, hier fickst du davon. Und den Brief nehme ich mit. Vernichtet wird er jedenfalls auf keinen Fall. Bist du überhaupt nicht dran? Vielleicht, aber ich setze mir Läuse in den Pelz? Der Brief kann doch ohne weiteres vom Mörder stammen. Höchstwahrscheinlich sogar. Er enthält doch möglicherweise ganz entscheidende Hinweise. Was meinst du wohl? Warum habe ich ihn gleich als erstes in Plastikfolie gesteckt? So, bitte. Zwei Bier, zwei Malteser. Ja, sicher. Aber wenn das amtlich wird, dass ich diesen Brief gekriegt habe, dann habe nicht ich die Leiche gefunden, sondern irgendein anonymer Schmierfink. Meine Arbeit an der Geschichte würde damit total unter den Tisch fallen. Mit der Reklame wäre es Essig. Dabei wäre ich in den nächsten Tagen ganz bestimmt von selber auf diesen Wald gekommen. Ich hatte das doch in dem Moment schon in der Nase, als ich Lisas Bild zum ersten Mal gesehen habe. Ach, hör doch auf mit dem Quatsch. Aber so kannst du nicht mit dir. Ja, nun bleib mal ganz ruhig. Ich ruhig, wer macht dir einen Terror? Pass mal auf, ja? Was ist? Pass auf, bitte.
Sonja Schlamm ist doch die Karrierefrau, kapiert? Es gibt eine Menge Leute, die sie mit dieser erfolgreichen Staatsanwältin verglichen haben, die sie Baby Doll nannten. Hm? Und ja, und genau daran hänge ich die Geschichte auf. Was? Baby Doll? Ja, ja, sicher. Nur Baby Doll hat sich einfach ein paar Mal zu großkotzig benommen. Verstehst du? Zu großkotzig für Freund und Feind. Auf einmal war sie dann weg vom Fenster. Fujikato, verstehst du? Sowas spritzt sich dann noch rum, verstehst du? Ja, sowas riskiert Sonja Schlamm bestimmt nicht. Die ist da cleverer.